Hallo Leute, Takeo hier. Eine kurze Zeit nach dem Livestream zu Guild Wars 2 End of Dragons hat ArenaNet bereits den Vorverkauf zu ihrem dritten Add-on gestartet, welches ja im Februar 2022 erscheinen soll. In diesem Video möchte ich euch einmal die Vorverkaufsboni vorstellen, einen Blick auf die unterschiedlichen Versionen von End of Dragons werfen und auch Neulingen, die vielleicht aktuell die kostenlose Variante von Guild Wars 2 spielen, die Frage beantworten, was sie genau kaufen sollen, um den vollständigen Content von Guild Wars 2 erleben zu können. Werfen wir zunächst einen Blick auf die drei unterschiedlichen Versionen von End of Dragons. Hier gibt es auch wieder, wie schon zu den vorherigen Add-ons, drei unterschiedliche Versionen, nämlich Standard, Deluxe und Ultimativ. Kauft ihr jetzt während dem Vorverkauf eine dieser Versionen, dabei ist es auch völlig egal welche, bekommt ihr auch nochmal Vorverkaufsbonusgegenstände. Diese Gegenstände wären dann einmal eine Flammenschlangen-Waffentruhe, aus der ihr euch einen Flammenschlangen-Waffenskin aussuchen könnt, der Xingjia-Mosaik-Umhang und der Titel Xingjia-Wunderkind. Wie die Flammenschlangenwaffen und der Umhang jeweils aussehen, werde ich euch hier am Ende des Videos einmal zeigen. Fangen wir dann einmal mit der Standardversion an. Diese ist für 29,99 € erhältlich und wird euch Zugriff auf alle Inhalte des Add-ons geben, also auf die neuen Elite-Spezialisierungen, die neuen Beherrschungen wie Angeln, Skiffs und der Belagerungsschildkröte, sowie natürlich Zugriff auf die neuen Karten von Kanta, der Geschichte und im Prinzip allen Inhalten, die noch in der Zukunft veröffentlicht werden, wie zum Beispiel die nächste Staffel der Lebendigen Welt, bis dann irgendwann das nächste Add-on erscheint. Allein deswegen finde ich den Preis für 29,99 € sehr gerechtfertigt und ich bin immer noch der Meinung, dass 29,99 € für die Inhalte, die Guild Wars 2 bietet, ein unglaublich gutes Angebot ist. Das war aber noch nicht alles, denn es wird auch noch einen gemeinsamen Inventarplatz geben, das heißt einen Platz im Inventar, auf den alle eure Charaktere gleichzeitig zugreifen können, und das hebt auch die maximale Anzahl der gemeinsamen Inventarplätze im Spiel auf eine Maximalzahl von 25 an. Diese wird auch zunächst mit einer Aufwertung auf die maximale Stufe, also auf Stufe 80, gefüllt sein, damit ihr sozusagen gleich einen Charakter erstellen könnt, um die Inhalte des Add-ons zu erleben. Da das Add-on aber erst im Februar 2022 erscheint, habt ihr sowieso noch genügend Zeit, eure Charaktere regulär auf Stufe 80 zu bringen, und falls ihr noch nicht alle Klassen besitzt, würde ich diesen Boost auch erst einmal aufheben, falls demnächst noch eine Elite-Spezialisierung veröffentlicht wird, die euch dann sehr interessiert, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, sofort diese Klasse auf die maximale Stufe anzuheben und seid somit etwas flexibel, was diesen Punkt angeht. In der Deluxe-Version bekommt ihr die gleichen Inhalte wie bei der Standardversion plus ein paar zusätzliche In-Game-Goodies. Ihr bekommt für einen Aufpreis von 25 €, also dann insgesamt für 54,99 € in der Deluxe-Version noch einen zusätzlichen Charakterslot, den kantanischen Drachenboot-Skin für euer Skiff und hier bitte auch Achtung, ihr bekommt den Skin jetzt schon per Post, könnt diesen aber erst nutzen, wenn End of Dragons veröffentlicht wurde. Das heißt, am besten packt ihr ihn euch einfach auf die Bank, bevor ihr aus Versehen den Charakter löscht, der diesen Skin im Inventar hat. Zudem gibt es noch den aquatischen Kanta Raptor Skin, den ich am Ende des Videos auch nochmal vorstellen werde. Auch hier bitte berücksichtigen, dass das nur ein Raptor Skin ist und der Raptor selbst Teil der Inhalte vom zweiten Add-on Path of Fire ist. Das heißt, ihr könnt natürlich diesen Skin nur verwenden, wenn ihr durch Path of Fire den Raptor bekommen habt. Und dann gibt es noch ein Identitätsreparaturkit, falls ihr euren Charakter einmal komplett umdesignen und oder seinen Namen anpassen möchtet. Also rein für den Charakterslot, den zwei Skins und dem Identitätsreparaturkit finde ich den Aufpreis eigentlich nicht gerechtfertigt. Da hätte ich mir dann doch noch eher einen permanenten Pass zu einem Launch-Bereich gewünscht, wie jetzt zum Beispiel bei Path of Fire die Lilie des Elon, da das jetzt für Neulinge auch wirklich praktisch wäre und ich es immer sehr cool finde, zunächst zur Lilie des Elon zu reisen und dann sozusagen im Bereich der Path of Fire Karten zu sein, um von dort dann zur jeweiligen Karte zu wechseln, zu der ich dann gerade möchte. Das Item verbindet man dann auch automatisch eher mit dem Add-on, zumal so ein kleiner Launch-Bereich in Kanta einfach wirklich super wäre.
Und für weitere 25 Euro mehr, sprich für stolze 79,99, gibt es dann in der ultimativen Version die gleichen Inhalte wie in der Deluxe-Version plus zusätzliche 4000 Edelsteine, die ihr dann für Skins, Kleidungssets oder andere Goodies im Edelsteinshop ausgeben könnt. Berücksichtigt hier auch bitte den Hinweis, dass es bis zu 72 Stunden dauern kann, bis ihr eure 4000 Edelsteine erhaltet. Also wundert euch nicht, dass ihr, wenn ihr die ultimative Version kaufen solltet, ihr nicht sofort die 4000 Edelsteine auf eurem Account habt. Dieser Deal ist sehr nett, da 4000 Edelsteine bereits einen Wert von 50 Euro entsprechen und man somit 25 Euro sparen würde. Allerdings hat man ja den vorherigen Aufpreis von 25 Euro für die ganzen Deluxe-Items gezahlt, die in meinen Augen nicht 25 Euro wert sind. Würde man also die Standardvariante und die 4000 Edelsteine separat kaufen, würde man ebenfalls bei 79,99 rauskommen. Also wenn ihr die Edelsteine möchtet, dann könnt ihr hier auch gleich die ultimative Version kaufen, dann gibt es die Deluxe-Items sozusagen einfach gratis. Alle drei Versionen von Guild Wars 2 End of Dragons gibt es dann jetzt auch nochmal gebündelt mit den vorherigen Add-ons von Guild Wars 2. Das heißt, möchtet ihr ein vollständiges Guild Wars 2 Erlebnis mit allen Features, so könnt ihr euch die Standard-Kollektion kaufen, die die Inhalte vom ersten Add-on Heart of Thorns und vom zweiten Add-on Path of Fire ebenfalls freischaltet. Diese kostet dann 20 Euro mehr im Gegensatz zur Standard End of Dragons Version. Und pro Addon zahlt ihr sozusagen 10 Euro mehr, was in meinen Augen einfach geschenkt ist. Die einzigen Inhalte, die euch dann sozusagen fehlen würden, in Anführungszeichen, wären dann die Staffeln der lebendigen Welt. Das sind im Prinzip Updates zwischen den Addons. Diese gäbe es dann im Edelsteinshop wieder separat zu kaufen, aber sie werden auch hin und wieder von ArenaNet kostenlos zur Verfügung gestellt. Aktuell läuft auch wöchentlich jeweils ein Rückblick auf eine dieser Episoden der Staffeln. Das heißt, selbst mit einem kostenlosen Account würdet ihr diese jetzt schon freischalten und könnt diese dann einfach spielen, sobald ihr das zugehörige Add-on habt. Also ich würde den Neulingen dann hier definitiv zur Standardkollektion raten. Wir ArenaNet-Partner besitzen auch eigene Ref-Links, wie jetzt zum Beispiel in der Videobeschreibung von mir. Das heißt, wenn ihr über diese das Spiel kauft, könnt ihr uns auch noch aktiv unterstützen, ohne dass sich für euch irgendwas am Kauf ändert. Das wäre es jetzt einmal zum Vorverkauf gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde euch jetzt noch die Skins, der Vorverkauf und der Deluxe-Items vorstellen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.